sehr geehrte Damen und sehr geehrte Herren, heute will ich euch bei Armored Warfare mal wieder einen Jagdpanzer zeigen. Ich glaube, den hatte ich schon lange nicht mehr. Ich habe mich auf die Kampfpanzer sehr stark fokussiert, aber heute suche ich mir mal wieder einen Jagdpanzer aus und dabei hat es mich zu einer Skurrilität bewegt, und zwar ein schön langes Rohr, typisch Jagdpanzer, mit 6 Reifen. Ja, der ERK 90 F4. So hört dieser auf sich. Und von dem her bestimmt viel Spaß. Wir schauen doch mal, was unser Armored Warfare dazu sagt. Dieses leichte Panzerfahrzeug wurde in Frankreich als Variante des ERK 90 entwickelt und gebaut, der wiederum auf dem AML und dem M3 basierte. Der ERK 90 F4 Sagai unterscheidet sich von seinem Vorgänger durch seine langläufige 90mm Glattrohrkanone, die Projektile mit größeren Geschwindigkeiten abfangen konnte als die älteren Versionen des Fahrzeugs. Die Entwickler des Fahrzeugs behaupteten, er wäre in der Lage, Panzerung auf 2000 Meter Entfernung zu durchbrechen. Also das finde ich gut und ich hoffe mal, dem ist wirklich so. Und deswegen tun wir gar nicht lang rum, springen ins Gefecht und schauen, ob die Entwickler damit denn recht hatten. So, da sind wir jetzt also auch im Ladescreen. Wir sehen reines Tier 5 Gefecht. Das ist schon mal ganz klar von Vorteil. Und die Karte ist stiller Fluss. Dabei werde ich mich so auf die 0er, 1er, 2er Linie fokussieren, weil alles andere in die Stadt, Panzerung hatte halt keine. Deswegen ist da definitiv kein Vorteil gegeben. Wir haben eine Rauchgranate am Start. Ja, und von dem her sollte doch da einiges möglich sein. Schneller Reload, 5 Sekunden. Ui, der BMP-2. Aber wir sind ja nicht minder langsam. Ganz im Gegenteil. 80 km/h läuft das Moped. Bergab zumindest. So, und jetzt... Alter, 88 km/h. Also ist schon schnell. Da fehlt sich gar nichts. So, und nun legen wir uns mal auf die Lauer. Auf die Lauer ist gut gesagt. Nicht, dass ich hier gleich überpace. Und schauen, ob denn da irgendwo ein Gegner aufgeht. Ne, da ist noch keiner für uns. Hinter uns, der bezieht Stellung im Busch. Ist natürlich sinnvoller wegen der Tarnung. Aber ich wollte hier die Schussbahn einfach ein bisschen besser haben. Ja. So, wie gesagt, wir warten mal. Und hoffen mal, dass vielleicht die Scouts da ein bisschen was aufmachen. Da hinten ist doch schon einer. Ein Leopard. Querschläger. Aber den musste ich probieren. Haha. So leicht nicht, mein Freund. Zumindest mal auch in die Stadt rüberschauen. Ja, sehr schöner Hit. Und da konnte man den ordentlich erlegen. So, aber sonst ist hier gerade Ebbe mit den Gegnern. Na, den mache ich jetzt zwar auf, aber der zeigt mir aufgrund, das ist natürlich ein sehr schwieriges Ziel. Keine Durchdringung, deswegen wieder zurückziehen. Artis gibt es keine, deswegen kann ich hier jetzt recht offen stehen, ohne dass ich da vor irgendwas Angst haben müsste. So, bin wieder zu. Aber auch auf die komme ich nicht. Schau mal, ob mein Erkfreund da drüben ein bisschen besser wirkt als ich. Kommt schon, Jungs. Kommt raus.
Ich weiß echt nicht, auf was der da schießt. Bin ich blind? Sehe ich den Gegner nicht, auf den er schießt, oder? Ist der, oder braucht er einfach nur keine Granaten? Im Sinne von einfach weg damit. So, Leopard 1A5. Ich bin nicht mal aufgegangen. Nochmal den Chieftain. Ja, durchschlagen tut er gut. Ah, schade, der hätte noch klappen dürfen. Hey, da hätte ich jetzt ein Ziel gehabt. So, die ziehen sich scheinbar ein bisschen zurück. Hier drüben die Stadt, die ist gefallen. Also ziehen wir uns weiter natürlich Richtung Kampflinie vor. Ah, knapp drüber. Da macht dann Rauch an. Aber da hat er einen Unfall gehabt für 770 und verendet da qualvoll. So, und der hat sich das, glaube ich, anders gerade vorgestellt. So, und wir fahren weiter. Der könnte auch noch getroffen haben. 14-6 steht es gerade aktuell. Bis jetzt läuft es sehr, sehr, sehr gut. Da gibt es nichts zu mäkeln und zu kritisieren. Vielleicht noch ein Kill. Ja, der mich da gespottet hatte, der ist da jetzt auch verstorben. So, bin ich offen, muss ich aufpassen. Jetzt ist er endlich der Kill. So, jetzt wurde ich zwar beschossen, aber er steht 13-2, also von dem her, was soll's. So. 13-1 und der letzte war da ganz hinten. Mal schauen, wo er aufgeht. Ich gehe jetzt hier aber auch mal da hoch. Nein, nein, ich bin gedriftet. So, alle legen sich auf die Lauer. Wollen noch was abhaben. Da ist er. Nein, da komme ich nicht mehr drauf. Ne, da muss ich runter. Mal schauen, dass ich jetzt hier nicht noch verunfalle. Aber ne, da komme ich hin. So, Sieg! Mit einem Kill. Und der ist verdient. Der war auf jeden Fall geleistet. Bin ich gespannt, was da jetzt am Ende der Runde rauskommt. Dürfte eigentlich ganz vernünftig gelaufen sein. Und nun warten wir ab, was da das Resultat am Ende sagt. 2421 Schaden, 1852 mitgeholfen, 5 Assists, 13.437 und 119.000 Credits. Die Performance sehen wir hier nochmal aufklamüsert. Und wie gesagt, der Leo, das war mein Kill. Vom Schaden habe ich Platz 1 eingefahren, von den XP Platz 2. Also ich glaube, da kann man sagen, habe ich meine Aufgabe erfüllt. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, mal diesen Jagdpanzer in Aktion zu sehen. Vielen Dank schon mal. Bis zum nächsten Mal. Euer Karamba.